Als Schutz gegen ungarische Reiterkrieger ließ der ostfränkische König Heinrich I. die Burg Werla Anfang des 10. Jahrhunderts zu einer Ringwallanlage ausbauen. Damals war die Königspfalz an der Oka eine der größten Befestigungsanlagen Europas. Doch schon Anfang des 11. Jahrhunderts verlor die Residenz zunehmend an Bedeutung und wurde schließlich von der neu gegründeten Pfalz in Goslar abgelöst. Als Schutz gegen ungarische Reiterkrieger ließ der ostfränkische König Heinrich I. die Burg Werla Anfang des 10. Jahrhunderts zu einer Ringwallanlage ausbauen. Damals war die Königspfalz an der Oka eine der größten Befestigungsanlagen Europas. Doch schon Anfang des 11. Jahrhunderts verlor die Residenz zunehmend an Bedeutung und wurde schließlich von der neu gegründeten Pfalz in Goslar abgelöst. Als Schutz gegen ungarische Reiterkrieger ließ der ostfränkische König Heinrich I. die Burg Werla Anfang des 10. Jahrhunderts zu einer Ringwallanlage ausbauen. Damals war die Königspfalz an der Oka eine der größten Befestigungsanlagen Europas. Doch schon Anfang des 11. Jahrhunderts verlor die Residenz zunehmend an Bedeutung und wurde schließlich von der neu gegründeten Pfalz in Goslar abgelöst.